Weltweit gibt es etwa 2,2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser haben. Während ich in der Antarktis als Wasserexpeditionsingenieur arbeitete, wurde mir klar, dass wenn ich es hier in einer der feindlichsten Umgebungen der Welt tun kann, ich es praktisch überall tun kann. 2017 rief ich daher Peter, einen meiner besten Freunde von der Uni, an, damit er mir bei meiner Vision hilft, nämlich sicherzustellen, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser hat. Hier begann unser Traum, der Q-Drop. Dies ist unser erster Prototyp, den wir tatsächlich auf den Festivals Tomorrowland und Dranutach in den Jahren 2018 und 2019 eingesetzt und getestet haben. Aber jetzt haben wir bereits industrielle Einheiten entwickelt, Containereinheiten, die wir in verschiedenen Sektoren eingesetzt haben und zur gleichen Zeit auch kompakte Einheiten für mehr Off-Grid-Gemeinden an entlegenen Standorten. Q-Drop ist eine eigenständige, dezentrale Einheit, die jede lokale Wasserquelle mit minimalem Wartungsbedarf so reinigen kann, dass sie zuverlässig Trinkwasser- oder Brauchwasserqualität erreicht. Bislang hat Bosak weltweit mehrere Systeme entwickelt, zum Beispiel für Südafrika, für Suriname, für Ghana. Wir haben auch Systeme für eine Schule mit 1200 Kindern in Ruanda entwickelt, genauso wie Systeme für Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Und heute entwickeln wir neue Projekte in vielen weiteren Ländern, wo Menschen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser haben werden, dank unseres Systems Q-Drop. Vago war während unserer Reise unser fester Partner für SPS-CPUs, I/O-Karten, aber auch beim Zubehör für die Schaltschrankmontage. Ihre zuverlässige und auch kompakte Bauweise gefällt uns bei unserem standardisierten modularen Ansatz zur dezentralen Trink- und Brauchwasserversorgung.